Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Forza Horizon 4 und zurück in diesem wunderschönen Kfz. Was, denke ich mal, wenn du Leistung hast. So. Mal die Reifen aufwärmen. Und zwar für einen Drag Race. Denn hier ist nämlich zufällig in der Nähe 1. Juggernaut heißt das. Also für die Viertelmeile sehe ich den Wagen nicht. Einfach zu große Grip-Probleme. Aber für so ein langes Drag Race könnte der doch eigentlich ganz gut taugen. Für etwas höhere Geschwindigkeiten. Ab 300, ne? Ist etwas höher. Ich nehme mal das, was hier vorgeschlagen wird. Ich denke mal, ja, die Konkurrenz eigentlich müssten serienmäßig alle Heckantrieb haben. Außer es gibt wieder welche V12 Allradumbauten. Dann sage ich jetzt schon mal, fickt euch. Ich hoffe mal nicht. Nicht wieder irgendwie so eine Corvette C2 mit Lambo V12 und Allrad. Einfach nein. Ich bin nicht bei einem Drag Race. Wenigstens da sollte man noch die Ehre haben und sich es zur Aufgabe machen, das selber zu schaffen. Und nicht stumm Vollgas zu geben. So. Ja, laufen lernen. Oh yes. Aber ja, was ich da höre. Ich weiß noch nicht gerade, welcher es ist. So. Gucken, wie schnell ihr die Kurve nehmen. Oder wie schnell ich die Kurve nehmen kann. Ich denke mal, die geht nicht Vollgas. Oh, ziemlich gut. Hätte ich nicht erwartet. Ja gut, ne? Krieg jetzt wieder mal gefühlt auf 50 km/h gebremst. Und zack. Auf der Seite, ey. Da sieht auch geil aus. Bullen tief. Das bull ich aus. Bullen laut. Vor allem in echt. Ich bin leider noch nie, bin noch nie in diesen Genuss gekommen, dieses Auto zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass einem da die Ohren abfallen. Weil es so geil ist. Weil die Ohren einfach darauf nicht mehr klarkommen. Auf diesen bestialischen Sound. Und der Kompressor soll ja auch ziemlich laut sein. Oh, ein Tunnel. Hm. Dann könnte ja mal Vollgas geben. Ich geh mal so. Und bitteschön. Ist das nicht herrlich? Also, oh. Oh, und Feuer spucken kann er auch. Hab ich gerade schon wieder gehört. Und wir begeben uns mal wieder. Wer hätte es gedacht? Zu der Ische. Die zweite Ausfahrt. Das ist ja nichts. Ist ja in die Ecke. Mit dem Wagen sowieso. Das ist ein geiles Teil einfach nur. Ich meine, unnötiger geht es dann auch kaum. Ich meine, 717 PS. Wieso brauchen wir das? Aber ist egal, ist geil. Einfach weil man es kann. Das ist ja noch nicht mal die stärkste Version des Hellcats. Das gibt ja auch natürlich den Demon. Quasi als
Drag Auto optimiert und es gibt das auch, habe ich heute erst zum ersten Mal wirklich von gehört. Sah den Challenger, glaube ich, erst noch die Hellcat Red Eye oder so heißt der. Also quasi so ein bisschen das Haste dafür, würde ich mal schätzen. Hat, glaube ich, 790 PS ungefähr und 900 irgendwas Newtonmeter. Warum auch nicht? Oh, hallo. Ah, viel hilft viel. Oh, LKW. Deswegen, ich fand den jetzt optisch, muss ich sagen, nicht so geil. Okay, Soundbug, nice. Auch diese neue Motorhaube, die finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber mal gucken. Aber noch mehr Leistung. Wenn also 770 PS nicht genug waren, warum nicht? Also, der Night Challenger hat auf jeden Fall mehr Leistung als eine komplette CD1. Aua. Ich glaube auch nochmal mehr Drehmoment. Und die hat ja nicht gerade wenig. Ja. In 400 Metern rechts. Oh, warum nicht? Bin mal gespannt, wo dieser Wahn endet. Klein Wald, ich glaube, nächstes Jahr war das, kommt ja auch der Shelby GT500. Mustang-Generation. Der soll ja, glaube ich, auch über 700 PS haben. Also denn ja. Hellcat deutlich über 700 PS. Mustang über 700 PS. Hm, fehlt nur noch Camaro. Gucken, ob es da auch nochmal was Stärkeres gibt und nochmal mehr Leistung. Eine Zelle 1 ist ja auch zu wenig. Schon wieder Soundbug. Warum jetzt auf einmal? Hätte ich doch vorhin gar nicht gehabt. Komisch. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Das ist eine gute Frau wieder. Guten Tag. Bin wieder mal pünktlich zur Arbeit erschienen. Pünktlich um 20.46 Uhr. Das ist bei mir zumindest. Nächstes Kapitel. Ich glaube, 4 Stück haben wir noch, ne? Hm? Oh ja, hallo. Da bist du wieder. Wie war die letzte Fahrt? Ausgezeichnet, wunderbar. Sag mir nicht, dass du keine Zeit hast. Hier wartet ein weiterer Kunde. Ich habe immer Zeit. Und wir müssen, glaube ich, wieder Offroad fahren. Abholort eingestellt. Es ist ein bisschen ländlich. Aber ich schätze, hier möchte jemand den Tag in der Stadt verbringen. Oh ja. Schön jetzt V8 fahren. Na gut. Jemand V8 in dem Teil als der V12 Racing Motor. Oh Gott. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Hallo. Okay, in die Stadt. Parke dort. Der Platz ist so gut wie jeder andere. Ja. Da war das echt hoch wie ein Bus, ne? Es geht also nicht in die Stadt. Das Fahrziel ist auch mitten im Nirgendwo. Egal. Was geht es uns an, warum der Fahrgast eine Fahrt bestellt? Uns interessiert nur das Ziel. Du passt aber bei der Fahrt durch die Landschaft auf das Taxi auf, ja? Ja, ja. Dieser Mann hat Stil. Gummistiefel. Tut mir leid für die Störung, aber mein Traktor will gerade nichts. Und tut mir leid, wenn das etwas unüblich ist. Ich kenne jeden Grashalm auf der Fahrt und ändere nur ungern meine Gewohnheiten. Also folg bitte genau meiner Abkürzung. Erstmal über das Feld da. Welches Feld? Ah. Okay. Ich sehe eher Wald. Naja gut, Wald, naja. Ist auch schneller, aber keine Ahnung.
Zu schnell. Natürlich. Wie gesagt, Bäume sind magisch anziehend. Ich weiß nicht, wann das fliegt. Das aber auch anscheinend nur ich. Also, das haben andere Leute anscheinend nicht. Oh Gott, Alter. Dadurch. Ich würde ja ein Tor einbauen, aber das würde die Abkürzung länger machen, weißt du? Und Geld kosten, ja. Man muss doch wirtschaftlich denken. Na, war das keine geniale Abkürzung? Tut mir leid, wenn sie etwas holprig war. Waren wohl doch ein paar neue Grashalme mehr als gedacht, schätze ich. Nee, das war sehr komfortabel. Einwandfrei. Richtig entspannt. Das war nicht holprig. Nicht bei 200 km/h. Alles ganz easy. Fast wie mein Corsa. Auch bei 200. Ich würde echt mal gerne wissen, ob mein Corsa irgendwie bergab 200 schafft. Muss ich mal irgendwann wieder ausprobieren, wenn ich in der Nähe der Autobahn bin. Also so, ich glaube so 192 habe ich schon mal geschafft. Also laut Tacho. GPS wahrscheinlich eher so 180. Aber naja, mal gucken. Da muss es aber echt schon hart bergab gehen. Direkt das nächste. Zack, zack, immer weiter hier. Keine Zeit verlieren. Der nächste Fahrgast wartet schon seit 20 Minuten. Worauf wartest du noch? Los! Nur weil der Kunde übereifrig ist, heißt das nicht, dass wir zu spät sein dürfen. Auf zum Meckern. Der Meckertante. Abholung ist bei Mortimer Gardens. Aber es gibt kein Ziel und keine Route. Seltsam. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Wir driften. In 400 Metern rechts abbiegen. Zack. Rechts abbiegen. Gott, ey. Die Kurven sind so schön. War nicht so. Ich würde gerne mit dem Challenger fahren. Oder mit dem Camaro. Ist der vorletzte Folge. Hallo, geradeaus bitte. Leistungstechnisch. Ah ja, sehr wenig. Genau deswegen sollte man in diese Waage nicht 600 irgendwas KW reinbauen. Wenn genau das passiert. Man auch Autos übersehen kann. War nicht mit Absicht. Ich sehe halt nichts. Ah! Macht. Ich hoffe, das ist nicht wieder einer von denen, der gar kein Fahrziel hat, sondern nur einen verrückten Stunt machen möchte. Das ist alles Joels Schuld. Wieder sehr extravaganter Kleidungsstil. Okay, also ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Ich muss nirgendwo hin. Aber du hast hier einen Ruf weg, also so eine Art Teufelsfahrer. Tja, aber ein Ruf allein beeindruckt mich nicht. Fahr mal in Richtung Mortimer Gardens und dann sehen wir, wie du driften kannst. Was? Was wird über meine Fahrkürze gesagt?
Die Teufelsfahrer oder so? Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Keine Ahnung, du. Das 3 Sterne ist. Aber Zeit habe ich ja mehr als genug. Fähigkeit ist der Wagen eigentlich ganz gut zu. Und wo ist nicht die Kette zerstören? Deswegen, ich bleib einfach hier. Damit quasi nichts wirklich passieren kann. Das war 200.000 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Fahr doch mal weiter. Hör mal auf. Sollte reichen, denke ich mal. Okay, immer weiter. Ich merke, wenn ich veralbert werde. Ich mach das nicht. Ich denke, das reicht. Tja, also, hab mich ein bisschen zum Kasper gemacht, nicht wahr? Tut mir leid für die kleine Flunkerei, aber danke für die Fahrt. Das war ein echt wildes Kunststück gerade eben. Naja, wenn du gut bezahlst, mache ich das gerne wieder. Muss sagen, das Geld stimmt. Mache ich das wirklich gerne nochmal, finde ich. Ist ja nicht mein Wagen, also. Verschleiß juckt mich ja nicht. Und jawohl. Kann ich jetzt bin. Befördert. Dann gibt's mehr Geld. Nicht? Ist aber schlecht. Wie viel fehlt da noch? Ich will mal gucken. Nur ein Stern, ey. Das ist aber nicht. Sondern das Ziel. 820k. Puh. Machen die restlichen heute auch noch? Die Fahrt nach Edinburgh. Oh. 4 Minuten. Oh. Ich mach letzten einfach auch noch. Komm. Ist egal. Wenn schon, denn schon. Ach, du bist wieder da? Dann werde ich dir jetzt mal verraten, dass ich, während du nichts Sinnvolles gemacht hast, versucht habe, ein Taxiunternehmen zu führen. Ich weiß nicht, ob... Ach, was rede ich denn da? Ohne dich läuft Ishas Taxiservice nicht. Sorry, können wir uns wieder auf das Wichtigste konzentrieren? Leute sehr, sehr schnell von A nach B befördern. Für mich? Hallo, nichts Sinnvolles getan? Oh, danke. Okay, nächster Abholort ist eingegeben. Los geht's. In 200 Metern rechts abbiegen. Zurück. Aber bitte nicht mit Offroad, Kid. Rechts abbiegen. Ich glaube, der hat einen Drifter weg drin, oder? Der ist so schnell. Oh, der Winkel ist halt nicht so krass für den Reifen.
Dein Schlagwinkel. Und treffen kann er. Ganz gut. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ach ja, noch beim Festival. Parke den Wagen, ich rufe den Fahrgast an. Telefon! Ich habe nur kurz mit der Dame gesprochen, aber sie klingt super nett. Sie muss schnell nach Edinburgh, um ihre Schwester in der Vorstadt zu besuchen. Anscheinend schauen sie gern zusammen Autorennen. Die muss ich heiraten, die Frau. Fertig, Schätzchen? Ach, du gehörst wohl zu den Horizon-Fahrern, was? In meiner Familie sind alle Rennfans. Meine Schwester und ich verfolgen das Festival schon die ganze Zeit. Würdest du wohl ein wenig für mich aufs Gaspedal treten? Jo. Und ein wenig, ne? Nur so 10%. Mann, weg da! Mann! Achso, geht ja gar nicht nach der Zeit, stimmt. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh Gott. Rechts abbiegen. Alter! In 400 Metern rechts abbiegen. Die Übertrifffähigkeiten machen, das ist nicht viel. Das kann ich besser sagen, glaube ich. In 200 Metern auch noch Regen, ey. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Da war es echt UK. Links abbiegen. Boah, wieder mal weg, Alter. Nur weg die ganzen Autos. Noch eine. Nicht schlecht, aber im Fernsehen sieht das schneller aus. Könntest du auf die Tube drücken? Ja. Zahnpasta oder Tomatenmark? Das war schlecht. Ja, wenn du mir Fragen stellst, kriegst du doofe Antworten. Komm schon, Schätzchen. Ich will, dass meine Haare im Wind wehen. Kriegst du das hin? Der hält deinen verdammten Kopf aus dem Fenster. Oder hättest du den Film mitnehmen sollen? Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Ja, ja. Zwei noch. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. So. Aber ich habe noch Zeit. Warte. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mann, so viel Verkehr, ey. Pisst euch.
bei nächster Gelegenheit wenden. Wie schnell sind wir denn jetzt? So. Großartig. Alles sieht so verwaschen aus. Das sind, glaube ich, eher die Drogen, die du genommen hast. Ja, ich glaube, es waren Drogen. So. Tolles Stadttempo, ne? So. Danke. Viel Glück bei den Rennen auf dem Festival. Ich werde dich anfeuern. Warte nur, bis ich Schwesterchen von meiner Fahrt im Rennwagen erzähle. Sie wird zwar sagen, es sei nur ein Taxi gewesen, aber wir beide wissen es besser, nicht wahr? Nee. Schwesterchen. Boah, 30.000. Nicht schlecht. Das letzte machen wir auch noch, das letzte Kapitel. Ja, Stufe 9, Super Wheel Spin. Bam. Stufe 10 gibt es. Ach, das Taxi selber. Das nächste Kapitel muss aber ziemlich lang sein. Denn für 3 Sterne, wenn man da trotzdem über 4 Minuten Zeit hat. Und die Wheelspins machen wir auch noch, keine Angst. So. The last one. Okay, okay, ganz ruhig. Wo fange ich an? Ich habe mich an der Erweiterung unseres Geschäfts versucht, aber ich habe dir noch nichts erzählt, damit du dir keine Sorgen machst. Ich bin an eine Limousine gekommen. Jamin vom Festival ist ein echt netter Kerl. Und ich dachte mir, wir können Hochgeschwindigkeitsfahrten für Gruppen anbieten. Aber ich hätte zuerst dich fragen sollen, da du ja fahren musst. Oh. Au. Oh. Ach du Heilige. Oh Gott, Alter. Hat zum Glück nicht so stark getuned. Okay. Deswegen werden wir auch noch mal im Let's Play fahren. Vielleicht Folge 99. Uiuiui. Aber bis jetzt ist fährt gar nicht so schlecht. Aber Spoiler, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Überleg nur, wenn das klappt, sind wir Ishas Luxuslimousine. Ishas, ja. Hast du sie? Der nächste Abholort ist in deinem Navi. Fahr so schnell du kannst. Ich gebe mein Bestes. Oh, so ein Schnösel. Und dann schaut er zum Mechaniker und sagt, würde ich ja gerne, aber das ist nicht mein Auto. Was meinst du? Weiß ich nicht. Hört sich besser als erwartet. Oh, tja, ich brauch den Witz wohl nicht wiederholen, wenn du schon das Ende gehört hast. Sorry, ich bin übrigens Jess. Wärme mich gerade für einen Gig in Edinburgh auf. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Hab ich von dir gehört. Ah, Jess? Eher Jizz. Weißt du, so viele Leute sind wegen des Horizon Festivals hier, also dachte ich, ich erzähle Autowitze. Aber ich kenne keine. Und du? Du fährst immerhin. Na und? Du auch nicht, was? Tja, richtig. Genau das meine ich. Mit Horizon-Leuten über Autos zu witzeln ist, als würde man einem Haufen Kühe Burgerwitze erzählen. Du auch nicht, was? Weißt du, für einen Taxifahrer redest du verdammt wenig. Wieso? Ich bin doch Taxifahrer, ich soll dich herumfahren. Und dir nicht meine Weltgeschichte erzählen. Und du mir übrigens auch nicht. Weil die lockt mich nicht. Wie gesagt, ich bin aber auch Taxifahrer, ich bin kein Unterhalter.
Ziel erreicht. Verstehst du? Wie auch immer. Als nächstes sammeln wir meinen Kumpel Charlie ein. Vielleicht kennt er ja einen guten. Was kennt er einen guten? Hast du sie abgeholt? Gott sei Dank. Und wie sind sie? Sind sie lustig? Nein, sag es mir nicht. Dazu ist keine Zeit. Deine Route zum nächsten Abholort steht. Mach dich auf den Weg. Mach ich. Ja, so ein Hipster-Typ. Wäre mal besser. Wollt ihr wissen, wie langsam mein Auto ist? Nein. Ich sag's euch, das ist so langsam, dass... Oh, bist du das, Jess? Hallo, wie geht's dir? Schon genug Autowitze für den Gig gesammelt? Nicht wirklich, Charlie. Hast du welche? Klingt, als würdest du dir einen überlegen. Ja, also hör dir den an. Mein Auto ist so langsam, wenn ich es fahre, komme ich oft zu spät. Der ist nicht sehr gut, Charlie. Nee, irgendwie nicht, oder? So langsam, dass... Ach, verdammt, dieser Fahrstil hilft echt nicht. Das Taxi ist schneller als Mama auf dem Weg zum Bingo-Abend. Als nächstes fahren wir zu Harry. Vielleicht hat der einen... Glaube ich nicht. In 400 Metern. Der war auch nicht wirklich lustig, der Witz. Da sind sogar meine Witze besser, ja, und das heißt schon was. Rechts abbiegen. Joa, das sind Bäume. Kurvenlage ist echt in Ordnung. In 400 Metern rechts abbiegen. Normal, da muss man in Deutschland irgendwo einparken. Ins Parkhaus fahren am besten. Rechts wenn das abbiegen. Überhaupt passt. Der nächste bitte. Bestätigt, dem Himmel sei Dank. Wenn es ums Warten geht, verstehen diese Comedians echt keinen Spaß. Yes. Die nächste Fahrt sollte in deinem Navi sein. Gib Gas. Ja. Hitler 1945. Hey Leute, wie geht's? Wir nennen einen Fahrer ohne Orientierungssinn? Mach mal halblang, Harry. Wir wollen doch nicht unseren Asphaltengel auf dem Fahrersitz aufregen. Außerdem kenne ich die Pointe. Sie ist blöd. Wirklich? Dann verrat sie mir doch. Mir ist nämlich noch keiner eingefallen. Du, Jess? Was hast du? Keine coolen Witze dabei und kaum noch Zeit, mir was einfallen zu lassen, so schnell wie das Taxi fährt. Okay, wie wär's damit? Wie nennt man einen Komödianten, der als Taxifahrer arbeiten muss? Ich würde sagen, das sind wir, Kumpel, wenn uns vor Edinburgh nichts Besseres einfällt. Okay, okay, immer mit der Ruhe. Als nächstes sammeln wir Poppy ein. Die hat sicher was. Poppy, okay. Asphaltengel. Naja. Bei diesem Fahrstil sicherlich nicht. Ui, die Kurve ist gemein. Ja. Und keinen Baum gerammt. Ich glaub's ja nicht. Das muss in die Zeitung. Haben wir schon nicht nur Edinburgh oder? Naja, nicht wirklich. Wo soll's denn noch hingehen? Ich echt gerne mal wissen. Und dem Ding noch ein bisschen nach querfahren. Scharf links abbiegen. Na, geht minimal. So, Leistung. Oh, doch so viel? Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Was willst du jetzt, Alter? Wer wohnt denn bitte hier? Ja, sieht quasi wie neu aus. Abholung bestätigt. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich kann es nicht fassen. Woo! Der letzte Fahrgast ist in Broadway. Wir schaffen das. Komm schon.
Hoffe ich doch. Hey Jazz, Charlie, Harry. Mensch, Autowitze sind nicht einfach, was? Also hört mal. Warum ging der Horizon-Fahrer über die Straße? Ja, wir sind verloren. Bleib cool, ich habe mir auch andere Sachen ausgedacht. Wie viele Horizon-Fahrer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Schon ausprobiert. Man braucht einen. Den Mechaniker namens Dave unten bei der Automesse. Der wechselt die Scheinwerfer in 2 Sekunden. Okay, das will ich sehen. Mal ganz cool. Wir sammeln Jack ja noch vor dem Gig ein. Der ist der Bringer. Der hat mit Sicherheit was. Ich hätte mal zünden die Idee. Allogbar. Ja, ich hab schwarzen Humor. Und davon nicht gerade wenig. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Das will gar nicht so hart driften. Jo, hat doch, glaube ich, das ist ein Allrad? Keine Ahnung. Aber eigentlich bei der Leistung. Ich glaube schon, dass er Allrad hat. Ich glaube, sonst hätte er nicht so viel wie jetzt bin. Trotz. Der Rennreifen? Fragen über Fragen. Los. Na, oh Gott. Gleich da. Drift hier vorfahren, warum auch nicht? Sieht doch fast wie neu aus. Der letzte Fahrgast kommt dann ab nach Edinburgh zur Show. Mal ganz im Ernst, wir sind echt nah dran. Vorsicht mit dem letzten Fahrgast, er ist der Hauptact. Ich weiß nicht warum, am Telefon klang er gar nicht lustig. Er sieht auch nicht lustig aus, er sieht einfach nur behindert aus. Hallo, Jess, Charlie, Harry, Poppy. Schön, euch zu sehen. Wow, das Taxi ist echt schnell, oder? Und, seid ihr aufgeregt wegen der Show? Ich auf jeden Fall schon. Jack, du musst uns helfen, wir sind verloren. Ehrlich, Jack? Mit all den Horizon-Leuten in der Stadt brauchen wir einen guten Autowitz. Sonst lacht man uns von der Bühne. Das ist echt nicht gut. Doch. Komm schon, Jack, wir zählen auf dich. Was hast du für uns? Komm schon, Jack. Ich hab da einen. Bereit? Was macht ein Fahrer, wenn ihn auf einer Geraden der Bleifuß juckt? Die Kurve kratzen. Das wird eine tolle Show, Leute. Vielen Dank fürs Herbringen. Zu eurer Show will ich aber nicht kommen. Ich hab da zwar was zum Lachen, aber trotzdem nicht. Also war bis jetzt eigentlich der beste Witz von Alpine. Von den ganzen Fahrgästen. Trotzdem war der extrem. Scheiße. Das ist aber ein Riesenkapitel, ey. Meine Güte. Ich dachte, das geht halt nur so die 4-5 Minuten. Oder plus die Anfahrt. 1-2 Minuten. Ja gut, ein bisschen verschätzt. Folge also ein klein wenig Überlänge. Aber jetzt, ich sag mal, mittendrin in diesem Kapitel einen Cut machen. So Asi bin ich. Wenn, dann ziehst du halt durch. Nee, sowas mach ich nicht. Oder so mitten im Rennen, wenn das Rennen zu lang wird. Mitten im Rennen Cut machen und der nächste Folge weitermachen. Nee. So was gibt's hier nicht.
sogar mit überall Käfig. Aber der Wagen hat sich, glaube ich, bisher gar nicht überschlagen. Ist doch voll eine gute Bilanz eigentlich. So vielen Kilometern, die einmal überschlagen. Okay. Oh, ist das schnell lang. So, in 4 Minuten 5 war das für 3 Sterne? Nein. Da muss der Bleifuß aber ganz schwer sein. Oh nein, mein Fernseher geht aus. Warte. So, weil das schon 4 Stunden an ist. Nehmen wir schon so lange auf? So. Was mir gerade einfällt, wäre es eigentlich klug gewesen, Autobahn zu fahren? Ob das schneller gewesen wäre? Denn irgendwie beim Kreisverkehr irgendwie abfahren? Weiß halt nicht. Kann ich ausprobieren, wenn ich es noch 3 Sterne schaffe. Davon gehe ich aber mal nicht aus. Ja, glaube ich. Aber bitte 2 Sterne. So. Die Kurven meistert er ganz gut. Ich glaube, das Ding ist auch gar nicht mal so schwer. So. Nicht da, ja gut. Der Stelle haben wir schon mal verkackt. Hallo. Ishas Taxi-Service wird immer größer. Wir haben mehr als eh und je zu tun und ich habe immer noch keine Hilfe im Büro und ich bin nicht gestresst. Wir schaffen das schon und alles wird gut. Ich habe dir wohl für den Durchbruch zu danken. Du musst jetzt nicht mehr so viel für mich fahren. Ab jetzt schaffe ich das schon. Das glaube ich nicht. Du schaffst das nicht. Das ist aber wenig Geld. Hat ruhig ein bisschen mehr geben können. Für den Zeitaufwand. Und rechts fürs Taxi? Nö. Leider noch nicht. Und die Wheel Spins mache ich auch noch. So viel Zeit muss sein. Isha klang am Telefon erleichtert. Was einiges heißt, wenn man Isha kennt. Also gut gemacht. Ich rufe dich an, wenn sie sich wieder meldet. So, 2 normale Wheelspins und 1 Super Wheelspin. Den Alpha hätte ich nicht gerne, obwohl doch. Zum Verkaufen. Nicht zum Fahren. Oder so. Ist mir auch lieber. Wenn es direkt Geld gibt. Ja gut. Nicht ganz so toll. Und noch den Super Wheelspin. Komm. Naja. Naja. Immer keine Klamotten. Ist auch schon mal was. Ja, oh, ich bin ganz schön müde jetzt. Ja, aufnehmen ist auch anstrengend. Ja, Ishas Haxi ist jetzt erstmal abgeschlossen.
Ich werde vielleicht den ein oder andere Herausforderung da nochmal fahren. Wo es sind da nicht viele, die ich nicht auf der Sterne habe. 1, 2, 3. Ich habe 26 Sterne. Ist schon mal ganz gut. Ja, vielleicht mal, wenn auch irgendwann das nochmal fahren, mal gucken. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es wird ein bisschen dauern. Das definitiv. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alter, ich bin echt ganz schön müde. Das ist gerade mal 21.24 Uhr. Ist ja gar nicht so spät. Also kann ich bald ins Bett gehen. Ach, ist das schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.